Der Energiekonzern RWE beschleunigt den Kohleausstieg und will sich bis 2030 vollständig aus der Braunkohleverstromung verabschieden. Damit wird der Ausstieg um 8 Jahre vorgezogen. Um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten, laufen allerdings 2 Braunkohlekraftwerksblöcke, die bis Ende des Jahres vom Netz gehen sollten, vorerst bis Ende März nächsten Jahres weiter. Jetzt, wo kurzfristig mehr Braunkohle gebraucht wird und damit die CO2-Emissionen eher steigen, brauchen wir einen früheren Kohleausstieg, denn nur so können auch die Klimaschutzziele des Landes weiter erreicht werden. Die Entscheidung ist Bestandteil einer Verständigung mit unter anderem dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. 280 Millionen Tonnen Kohle blieben so in der Erde, teilte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit. Das entspreche 280 Millionen Tonnen CO2, die nicht mehr ausgestoßen würden. Für die Anwohner in den Braunkohleregionen bedeutet dies auch erst einmal, dass die Unsicherheit für alle Dörfer und Höfe, die hätten überprüft werden müssen, ob sie abgeräumt werden, weggenommen wird. Sie bleiben erhalten. Für die Siedlung Lützerath allerdings bedeutet es, dass die Braunkohleflächen, die unter Lützerath liegen, zur Verfügung gestellt werden müssen bzw. abgeräumt werden müssen. Gegen den Kohleabbau und den Abriss des Dorfes gab es erheblichen Widerstand von Aktivisten aus Deutschland und Europa. Nachdem zahlreiche Klagen scheiterten, verkaufte im Frühling auch der letzte Bewohner seinen Bauernhof.